Eine Aufgabe aus uniprotokolle.de. Ein geostationärer Nachrichtensatellit befindet sich stets über demselben Punkt der Erde. In welcher Höhe befindet sich dieser Satellit? Weshalb kann der Satellit nicht direkt über Europa stehen? Und man soll die potenzielle und die kinetische Energie rechnen. Zudem soll man die Energie berechnen, die notwendig ist, um den Satelliten von der Erde in seine Umlaufbahn zu schaffen. Also mit welcher Geschwindigkeit müsste man ihn von der Erde abschießen, damit er dann diese Bahn erreicht. Also das ist so die Idee von Jules Verne. Und man soll die Erdrotation vernachlässigen und die Luftreibung auch. Wobei die Erdrotation kann man natürlich nicht vernachlässigen, sonst gibt es ja gar keine geostationären Satelliten. Nun zur Theorie, also die Energie und das Gravitationsfeld wollen wir kurz anschauen. Zuerst die kinetische Energie. Die kinetische Energie, da haben wir eine bekannte Formel, nämlich die halbe Masse mal die Geschwindigkeit im Quadrat ist die kinetische Energie. V Quadrat ist eigentlich der Betrag der Geschwindigkeit, das Skalarprodukt der Geschwindigkeit mit sich selber. Nun, im Falle der geostationären Satelliten liegt eine Kreisbewegung vor, also können wir eine geometrische Formel nehmen, die die Beschleunigung bei Kreisbewegung beschreibt. Bei Kreisbewegung ist der Körper immer gegen das Zentrum des Kreises beschleunigt und die Beschleunigung ist gleich der Geschwindigkeit im Quadrat durch den Radius des Kreises. Wenn ein Satellit um die Erde fällt und das antriebslos, dann befindet er sich ja im freien Fall, also ist die Beschleunigung des Satelliten immer gleich der dort herrschenden Gravitationsfeldstärke. Jetzt kann man die Kreisbewegung und den freien Fall kombinieren und sagen, die Geschwindigkeit im Quadrat ist gleich Gravitationsfeldstärke mal r und kann das in die Formel einsetzen. Also ich nehme hier V Quadrat ist a mal r oder eben a mal g, kann ich hier v Quadrat ersetzen durch g mal r. Dann habe ich eine neue Formel für die kinetische Energie für Satelliten auf Kreisbahnen im Gravitationsfeld der Erde. Zum Gravitationsfeld, also die Stärke ist Gravitationskonstante mal Masse der Erde durch R². Wenn man das G0, also die Gravitationsfeldstärke an der Erdoberfläche kennt, dann kann man das natürlich auch mit einer Proportion beschreiben. G mal R² irgendwo ist gleich G0, also an der Erdoberfläche mal Radius der Erde im Quadrat. Dann sieht man, dass die Gravitationskonstante mal die Masse der Erde gleich groß ist wie die Gravitationsfeldstärke an der Erdoberfläche mal der Erdradius im Quadrat. Nun, um das Potenzial zu rechnen, muss man über die Feldstärke integrieren. Und dann muss man irgendwo den Potentialnullpunkt setzen und den setzt man normalerweise im Unendlichen gleich 0. Und dann bekommt man eine ganz einfache Formel. Sieht praktisch aus wie die Gravitationsfeldstärke ist eben minus, weil im Unendlichen ist das Potential 0. Und es geht dann nicht mit 1 durch r², es geht dann nur noch mit 1 durch r. Man kann das Potential wieder mit Gravitationskonstante und Masse der Erde schreiben oder man kann das Potential auch mit Feldstärke an der Erdoberfläche und Erdradius im Quadrat schreiben. Die Gravitationsenergie ist dann Masse mal Potential. Das kann man hier einsetzen und sieht dann, dass die kinetische Energie betragsmäßig halb so groß ist wie die potenzielle Energie. Also die kinetische Energie bei Kreisbahnen, da kann man eben diese Formel nehmen und G wieder ersetzen durch die Proportionalität und dann sieht man, dass die kinetische Energie halb so groß ist wie die potenzielle, aber natürlich ist die kinetische Energie positiv und die potenzielle negativ, weil wir die im Unendlichen Null setzen. Also die totale Energie bei Kreisbewegungen, und das ist das jetzt die Botschaft, die hier rauskommt, ist die Summe von kinetischer und Gravitations- oder potenzieller Energie. Und das ist genau die Hälfte der
Gravitationsenergie. Das heißt, die totale Energie ist gesamthaft negativ, aber nur halb so groß wie die potenzielle allein, betragsmäßig, weil eben die kinetische Energie bis auf das Vorzeichen halb so groß ist wie die potenzielle. Das kann man natürlich dann wieder schreiben, entweder mit Masse der Erde und Gravitationskonstante oder eben mit Gravitationsfeldstärke an der Erdoberfläche und Erdradius im Quadrat. Was heißt geostationär? Geostation heißt eben, dass der Satellit so schnell sich bewegt, dass er die Erdrotation quasi von oben her gerade mitmacht. Wir haben also wieder eine freie Fallbewegung des Satelliten. Wir haben eine Kreisbahn, also die Beschleunigung ist v² durch r. Und jetzt ersetzen wir v, die Geschwindigkeit, also die Schnelligkeit, also Betrag der Geschwindigkeit, durch Omega mal r. Und dann können wir schreiben, das ist Omega², also Winkelgeschwindigkeit im Quadrat mal r. Die Winkelgeschwindigkeit ist 2π durch die Umlaufszeit oder Umdrehzeit der Erde. Da muss man daran denken, dass sich die Erde in 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden einmal dreht und nicht in 24 Stunden. Dann die Feldstärke, das ist die Formel von vorher in zwei Ausführungen. Dann kann man A, diese Kreisbahnbeziehung, die linke Seite einsetzen und G auf die rechte und auflösen. Dann hat man die Formel für die geostationäre Bahn und das gibt dann einen Radius von etwa 42.000 Kilometer. Sie werden sich wundern, wieso ich hier nicht mit Kräften argumentiere. Nun, die Masse des Satelliten fällt ja eh raus und die Gewichtskraft ist ja eine Größe, die Newton eingeführt hat und Einstein dann wieder abgeschafft hat. Also man kann diese Probleme rein kinematisch lösen, ohne über den Kraftbegriff zu gehen. Man muss nur wissen, dass bei einem freien Fall die Beschleunigung gleich g ist. Nun, wieso kann der Satellit nicht über Europa stehen, also zum Beispiel so ein Satellit über Winterthur? Das ist ganz einfach. Diese Satellitenbahnen, das sind ja Ellipsen mit der Erdmitte in der Bahnebene. Das heißt, die Bahn schneidet die Erde immer so, dass der Mittelpunkt praktisch auf der Bahnebene liegt. Und wenn man also jetzt einen geostationären Satelliten hinaufschickt, der einmal über Winterthur stehen würde, dann würde er Tag und Nacht einfach über dem Äquator eine Pendelbewegung machen. Man kann sich das gut vorstellen, wenn man das mal zeichnet. Man soll jetzt noch die potenzielle und die kinetische Energie rechnen. Das habe ich ja schon alles aufgeschrieben. Also hier muss man nur Zahlen in Formeln einsetzen. Also die kinetische Energie ist bei Kreisbewegung im Gravitationsfeld einfach betragsmäßig halb so groß wie die potenzielle Energie, wenn man diese auf bei unendlich auf Null setzt. Aber dazu gibt es natürlich eine Bemerkung. Also wieso soll man so etwas überhaupt rechnen? Die kinetische Energie, das ist doch die Energie, die zusammen mit dem Impuls relativ zu einem Bezugssystem gespeichert ist. Das heißt, der Begriff kinetische Energie macht eigentlich nur Sinn, wenn man einen Körper auf der Erdoberfläche anschaut, der dann eben zum Stillstand kommt, dann wird genau diese Energie freigesetzt. Sonst macht eigentlich der Begriff kinetische Energie draußen im Weltraum keinen großen Sinn, denn natürlich kreist der Satellit um die Erde, aber die Erde kreist um die Sonne und die Bahngeschwindigkeit der Erde ist ja etwa 30 Kilometer pro Sekunde und die Bahngeschwindigkeit eines geostationären Satelliten ist viel, viel kleiner. Nun, die Gravitationsenergie, das ist auch so ein Begriff, das ist ein rein buchhalterischer Begriff. Man setzt einfach die Energie im unendlichen Null und rechnet von dort her hinunter. Das darf man ja tun. Also Energieinhalte sind immer reine Buchhaltungsgrößen, die nur bedingt zu gebrauchen sind. Und das kommt in der nächsten Frage dann auch zum Tragen. Also berechnen Sie die Energie, die nötig ist, um den Satelliten vom Erdboden bis in seine Umlaufbahn zu schaffen. Also mit welcher Geschwindigkeit müsste man ihn von der Erdoberfläche abschießen, damit er dann dort oben schön die Bahn einnimmt. Dann soll man Erdrotation und Luftreibung vernachlässigen. Nun, das ist eine völlig sinnlose Aufgabe. Das kann man nicht tun. Erstens kann man nur mit einer Rakete hochkommen.
die Geschwindigkeit ist viel zu hoch. Und zweitens, man kann einen Körper nicht einfach abschießen und sagen, geh hoch und such dir dann die geostationäre Bahn. Das muss man über ganz spezielle Bahnen machen. Ich zeige das mal. Zum Beispiel die Hohmannbahn. Da hat man zuerst einmal einen Satelliten auf einer erdnahen Bahn. Also im Studiengang Aviatik haben wir einen solchen Start modelliert und simuliert. Das heißt, die Studierenden mussten dann irgendeine Rakete nehmen, eine Ariane 5, und einen Satelliten in einen erdnahen Orbit bringen und das dann alles selber modellieren und simulieren. Und da sieht man, dass das macht man mit Raketen, und wir haben auch die Luftreibung dazu genommen, selbstverständlich, und wir haben auch die Erde rotieren lassen, also mit Coriolis und Zentrifugalkraft und das ganze Spiel. Aber wenn man mal an einem erdnahen Bahn ist, dann zündet man zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder eine Rakete, und dann wird, das geht nur ganz kurz, also man macht hier eine kurzfristige Geschwindigkeitszunahme, und dann macht der Satellit dann halt eben eine stark exzentrische elliptische Bahn, bis er dann hochkommt in die geostationäre Bahn. Da wird er natürlich betrachtet, die Geschwindigkeit oder die Schnelligkeit wird dann kleiner, und dann würde er ja wieder zurückfallen. Da gibt man ihm hier noch einmal einen Schuss, und dann bleibt er in der geostationären Bahn. Also wenn man von der Erde aus einen geostationären Satelliten platzieren will, dann schickt man ihn zuerst auf eine erdnahe Bahn. Dann kann man wieder warten, bis er wieder die richtige Position hat, und dann beschleunigt man ihn noch einmal. Dann steigt er hoch, wird dabei aber langsamer, ist klar. Und oben, wenn er dann die geostationäre Bahn erreicht hat, dann muss man ihn noch einmal schneller machen, damit er dann auf eine Kreisbahn übergeht, und dann bleibt er dort. Und das hat mit dieser Energierechnung, die hier gefordert ist, überhaupt nichts zu tun. Also diese Fragestellung ist nicht nur blödsinnig, diese Aufgabenstellung ist auch schädlich. Man suggeriert dann, dass man mit diesen beiden Formeln überhaupt etwas rechnen könne, was mit Satelliten und Raketen zu tun hat. Es gibt natürlich eine andere Idee, es gibt den sogenannten Himmelslift. Da kommen wir der Aufgabenstellung ein bisschen näher. Also es ist ein Projekt der NASA. Hier die Quellen, wo man das nachlesen kann. Da wird ein Seil gespannt von der Erde bis über die geostationäre Bahn hinauf, und dann wird das Seil mit einem Gegengewicht quasi gestrafft. Nun, ein normales Stahlseil würde schon durch das Eigengewicht reißen, das muss man einfach sagen. Und dann kann man hier mit einer Gondel hoch und runter fahren, und jetzt haben wir wirklich ein System, wo wir die Arbeit des Motors rechnen können. Also hier sind wir in der Situation, wo die Begriffe kinetische Energie und potenzielle Energie wieder einen Sinn machen im Sinn von umsetzbarer Energie. Nun, in der rotierenden Erde, und auf der rotierenden Erde haben wir ein Zentrifugalfeld, Omega Quadrat mal R. Das gibt eine Gesamtfeldstärke über dem Äquator, nämlich Omega Quadrat mal R nach oben. Also nach oben ist jetzt positiv. Und wir haben dann die Feldstärke einer Kugel nach unten. Also das Vorzeichen könnte man auch umdrehen. Das ist eine willkürliche Sache hier. Natürlich ist die Erde nicht ganz eine Kugel, eben genau wegen dem Zentrifugalfeld, aber näherungsweise kann man die Gravitationsfeldstärke so rechnen. Dort, wo das G', also die Gravitationsfeldstärke in diesem rotierenden System 0 ist, das ist dann eben gerade die geostationäre Bahn. Und dann kann man die Hubarbeit rechnen. Und die Hubarbeit ist dann eben Masse mal diese Feldstärke auf integriert. Und dann gibt es hier diese Formel, eben die man normalerweise nimmt als Unterschied in der potenziellen Energie. Und dann gibt es vom Zentrifugalfeld her noch einen Energiegewinn. Also das muss man aufwenden, und das bekommt man vom Vorzeichen her. Und dieser Energiegewinn ist übrigens genau
gleich groß wie die kinetische Energie, wenn man von einem Inertialsystem ausrechnet. Das heißt, wenn man die Rechnung von vorher durchziehen würde, einfach potenzielle plus kinetische Energie vorher, nachher, dann bekäme man ein Resultat, das genau um diesen Term hier doppelt falsch ist.